Hallihallo und herzlich willkommen zu einem mal etwas neuen Format und das Ganze nennt sich Let's Watch Overwatch. Ich weiß, dass das einige auch machen, aber ich habe da gerade Lust zu, ich habe Zeit und mein Internet funktioniert eh noch nicht so ganz und ja, da finde ich, da passt das doch super, wenn wir uns mal an ein bisschen Overwatch begeben. Ich hoffe, dass ich das mit Demo-I bzw. mit dem Demo-Player halbwegs hinbekomme. Ich verspreche es nicht, aber ich gebe mein Bestes und ich glaube, mit der Erfahrung, die ich mittlerweile habe und auch ein bisschen Cast-Erfahrung, kann man vieles davon einschätzen, gut einschätzen. Vielleicht haben wir auch Glück und wir kriegen den unglaublichen Rage-Hacker, dann fällt es natürlich überhaupt nicht mehr schwer. Aber wir wollen mal schauen. Overwatch, ein Feature, was ich persönlich ganz cool finde, was ich aber auch selten genutzt habe bisher. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch Lust und Motivation, aber ich finde für so ein YouTube-Format ist das genau richtig. Man kann ein bisschen plappern, man kann ein bisschen was erzählen unter Umständen auch. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Kommentare hinterlassen, auch wie ihr das seht, hatte der junge Herr oder die junge Dame an oder nicht. Das Ganze ist jetzt erst nochmal mit Warm-Up. Es ist natürlich mit Overwatch immer so eine Sache. Man hat erstmal durch die Demos ein paar Probleme, denn die laggen zum Teil, haben ein bisschen Delay. Nicht nur ein bisschen, sondern ein gewaltiges Delay teilweise. Und ja, die Schüsse sehen halt einfach alle ein bisschen komischer aus als im normalen Gameplay. Man muss es ein bisschen differenzieren. Ich werde mein Bestes versuchen und ich hoffe, dass wir einen Cheater überführen können. Oder halt jemanden in Schutz nehmen, der sauber spielt. Aber wir schauen mal. Er hat auf jeden Fall ein paar Lecks anscheinend. Also ein paar ist gut. Er hat gewaltige Lecks. So. Jetzt sollte es funktionieren. Na, komm, tap rein. Danke. So. Ganz gewaltige Lecks sogar. Na, 76er Ping. Also wie gesagt, es kann auch an der Demo liegen. Aber für mich sieht es gerade eher aus, als hätte er Lecks. Und ich weiß nicht, aber vielleicht stellt er den auch gerade ein und kommt noch nicht so richtig zurecht damit. Okay, ja. Ich weiß nicht, was das jetzt schon war, aber es könnte auch sein, dass er gerade so ein bisschen rumtweakt. Denn mal schauen. Schreien es mal nicht zu laut. 10 Sekunden noch, die ganze Warm-Up-Time. Auch das ist natürlich immer so eine Sache, wenn jemand stehen bleibt, dass... Oh, hallo, da ist er. Oh, hallo! Da sehen wir doch schon das Erste. Da ist doch schon einer gewaltig am Pre-Aim. Hallöchen! So, CZ gekauft, erste Runde. Jetzt nicht unbedingt selten. Ja. Also, man sieht auf jeden Fall jemand, dass es ein Spieler ist, der noch nicht so erfahren ist. Denn, so wie der spielt, mit den Granaten rumrennt, naja. Es sieht jetzt schon etwas sehr komisch aus. Ja, also da kann man jetzt schon zu 100% sagen, auch wenn vielen das nicht gefallen wird, dass er zumindest eine Warlock hat. Alles andere möchte ich noch nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon mal zu 100% safe. Aber der Junge ist ja richtig schlecht. Hey, ja, ja. Also, Warlock ist schon mal jetzt schon nach der Pistol Round zu 100% confirmed. Er rennt halt nur hinterher, weiß zu 100% jetzt schon, wo die Gegner stehen. Ah, und auch jetzt wieder. Steppt extra langsam rum. Er ist zu 100%, dass er da ist. Warlock confirmed. Schön! Das ist doch eine Overwatch-Demo, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann sollte das Ganze doch gar nicht so lange dauern. Das Format wird in der Regel wahrscheinlich immer so um die 10, 15 Minuten gehen. Aber mal schauen. Viel zu reden gibt es da nicht. Außer wenn es halt wirklich mal ein kritischer Fall ist. Vielleicht schaut man sich das dann auch noch ein zweites Mal an. Aber ich glaube, bei dem weiß ich jetzt schon, dass es zumindest ein Warlock ist. Aimbot ist auf keinen Fall, obwohl er halt sehr, sehr komisch schießt. Also er braucht halt sehr, sehr lange zum Aimen. Das kann halt einfach daran liegen, dass er kacke ist. Prinzipiell ist er ja schon kacke, weil er Warlock benutzt. Andererseits kann es aber auch daran liegen, dass er vielleicht auch irgendwie einen Aimer noch anhat. Irgendwie einen Buddy-Aimer oder sonst was, der... guck mal. also, ich glaube, er hat Warlock. Bin mir nicht sicher, aber... Heieiei, der benutzt der X-Ray? Was ist das denn für ein guter Warlock, der hat? Oder er benutzt halt irgendwie das Radar? Der sieht ja alles. Rennt mit dem Knife Mitte hoch. Komplett ohne Sorgen. Und er wird halt im richtigen Moment genau jetzt die Waffe gleich ziehen. Nee. Ah, ich müsste sie jetzt schon ziehen. Ja, wie gesagt, vielleicht hat er auch einen Buddy einmal, der nicht so richtig gut eingestellt ist. Aber er trampelt halt auch wie ein Elefant. Ja, also Warlock, wie gesagt, auf jeden Fall.
Aimer möchte ich noch nicht. Aber der aimt schon sehr, sehr komisch immer auf den Körper, muss ich sagen. Setzt auch viele Hits mit der CZ. Obvious ist obvious, ne? Schade! Ist scheiße, wenn man halt auch noch Teammates hat, die einen dafür hassen. Oh, die Lags sind halt komisch, so AWP. Ja. Also das könnte halt jetzt auch ein Lag gewesen sein von der Demo her, aber das sieht auch nach Aimer aus. Das sieht auf jeden Fall nach Buddy Aimer aus, denn das sind auch keine Flickshots oder sowas, dass er krass rumzieht. Oh Gott, ist der dumm. Er ist halt auch einfach ein schlechter Cheater. Das kommt noch dazu. Es ist ja nicht so, dass er einfach nur cheatet und... Also, das muss man ja auch nochmal unterscheiden. Es gibt halt Leute, die cheaten. Die machen es aber halt auch krass auffällig, so wie er. Ja. Es gibt ja aber auch so Leute, die das so ein bisschen... Ja, unauffällig machen. Aber der macht es halt richtig dreist. Und, ja, was heißt unauffällig? Im Endeffekt kann man das schon immer erkennen, teilweise. Aber, ja, die sich halt wenigstens Mühe geben, das nicht ganz so... obvious zu machen, so offensichtlich. Aber der scheißt auf alles. Einfach mal Ace, danke, tschüss. Da juckt den Jungen ja gar nicht. Der hat nach 4 Runden, hat er 12-2, ist jetzt schon wieder der King bei den German Pitbull Fighters. Kein Angriff an die German Pitbull Fighters, aber so mal ganz kurz Radar gecheckt oder halt eben direkt den Waller getestet. Ich weiß, dass 4 Leute Richtung A gehen. Der weiß aber auch, dass Robin noch über die Mitte kommt. Na, wann kommt der Robin? Die Flash müsste doch eigentlich auch sehen. Oh, das sieht doch nach einem Aimer aus, den er zum Teil hat. Ja, es scheint ein Aimer zu sein. Zumindest von den Reflexen. Ja, also so wie er bisher gespielt hat, kann ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht an irgendeinem phänomenalen Aiming liegt. Denn auch mit Warlock wird man nicht jeden Shot setzen. Ist auch nicht so einfach. Boah. Und er braucht halt sehr lange fürs Anaimen. Das sieht halt für mich aus, als müsste er irgendwie... irgendwas drücken, aber das ist halt ja, schon wieder Ace. Danke, tschüss. 2 Runden in Folge in Ace. Also, er ist sehr talentiert. Für alle großen Teams, gerade MTW, die sind ja im Moment auch nicht so fit. Vielleicht euer Mann. Ja, da könnt ihr auch online auf jeden Fall jedes Turnier mitgewinnen. Und ich glaube, die Gegnerseite hat schon keinen Bock mehr. Oh ja, da. Ja, schön. Einmal. Also, den juckt es auch überhaupt nicht. Also, ne? Der weiß, dass es Overwatch gibt und der weiß, dass wahrscheinlich sich nachher das jemand angucken wird und lachen wird. Der zieht halt auch einfach mal gegen T-Base durch. Das juckt ihn gar nicht. Shots fired. Ja, und da kannst du halt auch nichts gegen machen, gegen so Spieler. Weil, die werden halt genau immer da hinrotieren, wo du bist. Jetzt muss er schauen. Jetzt hat er natürlich im Rücken. Schießt vor, aber die Schüsse sind halt echt komisch. Wie gesagt, es sieht nach Lex aus, aber... Nee, also er wird auch einen Aimer benutzen, denke ich. Ziemlich sicher. Ist kein richtiger Aimbot, dass er nur auf den Kopf geht. Dass er nur auf den Kopf geht. ja, kein richtiger Aimer, der nur auf den Kopf geht. Es sieht ein bisschen aus nach einem Buddy-Aimer, ja. So, na, was erhoffst du dir dadurch? Den juckt das doch überhaupt nicht. Das juckt ihn halt überhaupt nicht. 14 Frags in 3 Runden. Also genau das meinte ich mit, das ist jemand, der das dann gar nicht vertuscht. Also der wird seinen Account auch nicht mehr lange haben. Eieiei, also der macht's halt, er macht's uns einfach. Er macht's auch mir einfach. Das kommt man halt schon nach der ersten Runde. Jetzt sieht er, oh, B drauf. B Rush, jetzt gucken wir mal. Jetzt kann man vielleicht sogar ganz gut sehen, ob er einen Aimer hat. Ja. Hit. Weiß, dass da einer Küche ist. Ja. Sparrow macht das... Jetzt mal, ich weiß, dass er nicht Sparrow heißt, aber... ne? Sparrow macht das prinzipiell ganz gut. Ja, jetzt macht er den Fehler, dass er reingeht. Aber dann hat er eigentlich eine ganz gute Position. Ja, noch ein bisschen mehr Pre-Shots, bitte. Ja, er hat auch einen Aimer. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt durchgehend einen Aimer hat für den Kopf. Aber er hat auf jeden Fall einen Aimbot. Oder ob er den halt nur teilweise benutzt. Ich glaube, ESP ist es dann. So besonnen, wollte ich schon sagen. So gebildet bin ich nicht in Sachen, welche Hacks gibt es. Ich bin ein sauberer Spieler. Was man auch oft sieht, sauber heißt nicht unbedingt gut. Solide. Ich möchte es solide nennen. Ach Gottes Willen. Was macht der denn? Also ganz ehrlich, jetzt mal nur vom logischen
Denken her. Wenn ich doch ein Aimbot habe, ja, und eh schon obvious mache, dann bleibe ich doch nicht nur irgendwo stehen. Da renne ich doch erst recht dahin, wo die ganzen Mongos rumtanzen. So, jetzt kommt einer Keller. Macht er Sinn jetzt? Nee. Macht schön Pre-Shot. Ja. Man muss halt auch da ein bisschen drauf sein, wenn man schon schlecht ist. Also ich bin mir nicht so sicher. Er setzt halt extrem viele Buddy-Hits. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch gerne unter die Kommentare schreiben. Das auf jeden Fall da, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Aber prinzipiell werde ich ja schon mal griefing. Wahrscheinlich nicht, aber wir machen das trotzdem. Ups, was mache ich denn? So rum. Wir können das ja mal durchgehen. Vielleicht kennen das einige ja gar nicht. Also Aim Assistance heißt so eben was ich eben gesagt habe. Auto-Aimer für den Kopf oder halt eben auch auf dem Körper. Sowas gibt es mittlerweile auch, ne? Dass man halt auch nur zum Teil auf dem Körper sehen muss. Es ist aber bei CSGO schon echt extrem. Also die Aimer siehst du kaum noch. War früher um einiges auffälliger, aber die sind schon echt weit. Und das ist leider traurig. Also ist mittlerweile ganz schwer zu erkennen. Ich glaube schon, dass er auch einen Aimbot anhatte, aber das kann halt auch die... Da war jetzt kein Schuss bei, wo ich sage, na gut, er weiß, wo die Gegner sind, aber der wäre besonders auffällig gewesen. Aber ich glaube schon, dass er trotzdem auch einen Aimbot benutzt hat. Ja. Antisoziales Verhalten hat er halt nicht an den Tag gelegt. Oder? Kann man den Chat sehen? Das weiß ich gar nicht. Aber vielleicht wisst ihr das und könnt mir das mal unten drunter posten. Ich glaube, mit der Entscheidung hier sind wir uns alle einig, dass es so hinkommt, dass der junge Herr die junge Dame gecheatet hat. Wallhack auf jeden Fall, Aim Assistance vielleicht, Other External, ja, eigentlich nicht, ne? Also er hat eigentlich weder ein Speedhack benutzt oder ein Bunnyhop-Script, vielleicht hat er es auch nicht benutzt, aber ich lasse es mal da drauf stehen, ich bin da immer so, naja. Wir haben es hier auch stehen. Speedhacking, Automated Jumping Scripts, Upside Down Views. Lassen wir das auch mal rauskommen. Wir sind fair. Ja, hier seht ihr Vision Through Walls or Smoke, Flashbang Effect, Reduction or Elimination. Ja, Flashbang war ich mir nicht so sicher. Gab es auch eine Szene, da kam der Flash, da musste er eigentlich komplett blind sein. Da ist auch nicht viel passiert. Warlock hatte er zu 1000%. Ja, und hier Automated Targeting. Das könnte es gewesen sein. Recoil Reduction eventuell auch. Aber das steht auf jeden Fall fest, die anderen beiden Sachen nicht. Ich hoffe, wir sind uns da einig. Wie gesagt, schreibt es gerne mal unter die Comments, ob das für euch auch so eindeutig war und wie ihr das Ganze seht und ob ihr dieses Format mögt und ob das vielleicht noch ein, zweimal geschehen soll. Mache ich sehr, sehr gerne, wenn ihr da Lust drauf habt. Sagt mir einfach Bescheid und ja, wir sehen nochmal die wunderschönen Masken. Mir gefallen sie übrigens. Ist ein bisschen Abwechslung jetzt doch während der Halloween-Zeit. Ich bedanke mich und vielleicht bis zum nächsten Mal. Let's watch Overwatch. Bis dann.